Brink. Na gut. Hä? Ich wollte ihn eigentlich nicht anquatschen, aber... Schon in Ordnung. Ich wollte raus. Okay, Brink läuft aber noch mit mir hier rum. Gut. Schauen wir mal. Also es gab ja hier draußen noch so ein... Moment, da war dieses Fossil. Können wir das irgendwie ausgraben? Ich kann diese beiden Sachen nicht zusammen verwenden. Ja gut. Da unten geht's zum Wasser. Und... Hab's. Okay. Widerlich. Hey, Brink. Glauben Sie... Wo ist denn Brink? Brink. Brink. Wo sind Sie? Brink, antworten Sie mir. Brink, können Sie mich hören? Wo sind Sie? Ja. Maggie, Brink ist abgehauen. Er hat nicht sehr rational reagiert, als er einen großen Vorrat an Kristallen gefunden hat. Ich fürchte, diese Dinger machen süchtig. Oder sie haben seine Persönlichkeit verändert. Ein Geist wollte uns warnen, aber Brink war zu überheblich, um auf einen guten Rat zu hören. Immer wenn es hier freundlicher zu werden scheint, stößt man auf neue Gefahren. Auf jeden Fall mache ich ohne ihn weiter. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte. Ich werde mich ab und zu bei ihm melden und schauen, ob er mit mir reden will. Danke, Maggie. Allmählich nehme ich das persönlich. Niemand will bei mir bleiben. Ja. Vielleicht ist es mein Deo. Ich glaube, irgendwo auf Attila hat es versagt. Das würde ich auch sagen. Gut, Knochen. Das Schildkrötending wurde gefressen und ausgespuckt. Das heißt... Ja, gut. Ist das der Kopf? Wir können es auf jeden Fall wieder irgendwie zusammenbauen. Und wir können es drehen. Ist das der Schwanz? Ich weiß es nicht. Und das hier eventuell hier so Skelett oder so? Hier könnte... Nein. Okay, gut, da kommen die Beine hin. Das passt da. Das... Nein. Ah, weg damit. Das hier? Nein. Ah. Nein. Der Arm. Oh, jetzt. Wollte ich dahin tun. Obwohl... Nee. Oh. Hätte ich doch mal in Anatomie ein bisschen besser aufgepasst bei diesen Viechern. Ne, Moment, das ist, glaube ich, hin. Oder passt das hier besser? Nein. Nö. Also hier hinten passt der hier schon mal. Der schon mal am besten. Obwohl, eventuell kann man den um... Ah, so passt es. So passt es. So, das heißt, den hier... Der müsste dann... Nee, der müsste dann hier vorne irgendwo sein. Wo war denn der andere nochmal? Ah ja, so wird langsam ein Schuh draus, sozusagen. Nee. Nein. Ah. Er gehört da auch nicht hin? Oder Moment.
Hat das Ding vielleicht hier so einen Halsknochen oder... Nee, das hier gehört... Ah, dahin. Dann das vielleicht so? Nee, oder so? Nee, so auf jeden Fall nicht. Obwohl, man kann es ja noch umdrehen. Nee, so ergibt das auch keinen Sinn. Das hier? Oder doch der Knochen hier vorne? Nee, der passt aber gar nicht. Okay, gucken wir doch mal. Sind die Knochen dann wieder resettet? Nein, er speichert es. Da gibt es nämlich noch, wenn wir weiter zurückgehen, gibt es nämlich noch ein Originalskelett. Können wir nachgucken, wie das aussieht. Hier, Fossil. So, dann versuchen wir uns mal einzuprägen, wie das aussieht. Also. Ah, hier hinten ist so ein Schwanz. Hier ist so ein Doppelding. Hier ist Dings. Ah, nach vorne werden die Beine kleiner. Also hier, hier kommt der lange Knochen und dann hier der Schädel. Und hier so ein dünner als Rücken. Gut. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Wasser. Ich frage mich, ob ich das zusammengebastelt bekomme. Und, ja. Ich hätte da schon eine Idee, was ich damit anstelle. Also das hier scheint nicht ganz richtig zu sein. Irgendwie... Eventuell gehört das ja da rein. Der Knochen dann dahin. Und ich glaube, das hier war der Kopf, oder? So. Ach ja, der hier würde irgendwo da hinten hin. Keine Ahnung, der dann da? Das ergibt zumindest Sinn. Der da? Der hier dann dort? Das ist quasi sein Arsch. Hier ist noch ein Fuß von hinten. Plonk. So. Dann war das jetzt, irgendein Bein. Und das hier war auch Bein. Also hier hat er jetzt zwei... Moment. Der hier sitzt doch nicht richtig, oder? Doch, da gehört er hin. Dann müsste das... Nein. Nee, das sieht auch falsch aus. Das hier? Nee, Moment. Ist das hier der Schwanz vielleicht? Ah, okay. So ergibt das ja schon ein bisschen Sinn. Dann müsste das hier aber das Bein sein. Obwohl das Bein auf der Seite woanders rauskommt, oder? Nee. Kommt auch da raus. Nee. Nee. Der muss hier vorne hin. Ah. Nee. Ja, so ergibt das Sinn, würde ich sagen. Und jetzt kommt etwas, das ich weiß, weil ich das Spiel schon mal gespielt habe. Moment. Es fehlt nur eine winzige Kleinigkeit, um dich zu vollenden, mein Freund. Ja. So. Wie wäre es mit einer außerirdischen Bombe? Genau. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch die tote Kreatur wiederbeleben und einmal fressen lassen. Gucken wir mal, ob ich richtig gepuzzelt habe. So. Funktioniert. Jupp. Bumm. Bumm. Das hat geklappt, würde ich sagen. Ja, sagen wir es mal so, ich wusste die Lösung, weil ich das Spiel damals schon gespielt habe und weil man hier echt Ewigkeiten braucht, um diesen Quatsch hinzubekommen. Jetzt können wir uns endlich hier Wasser nehmen. Jetzt, wo das Wasser sicher ist, wollen wir doch mal sehen, was es in dieser Höhle gibt. Moment, was für eine Höhle? Okay. Ich wollte doch eigentlich nur was trinken. Stattdessen ist er direkt in die Höhle geschwommen.
wo hier irgendwie nichts ist außer eine Kammer. Na gut, immerhin sind wir Tauchweltmeister. Platte. Können wir die mitnehmen? Und da liegt ein Stab. Sieht aus wie eine der Platten, die wir auf dem Asteroiden gefunden haben. Asteroiden. Hämorrhoiden. Asteroiden. Noch ein gravierter Stab. Vielleicht kriegen wir damit die eine Tür auf. Der gravierte Stab wirkt so orange. Oh, gucken wir mal. Ein Fenster. Schöne Aussicht. Ja, leider müssen wir jetzt gehen, weil, ja. Gut, das war's. Mehr gibt's hier, glaube ich, nicht. Tja. Dann gehen wir wohl mal wieder. War ja schön. Aber, naja, also. Hüpp! Zumindest schwimmen wir nicht den ganzen Weg zurück. Sondern wir sind, haben uns ein klein wenig teleportiert. So, gut. Das hätten wir erledigt. Das heißt, mit dem Stab können wir jetzt mal in dem Nexus schauen, ob es da noch irgendwo Türen gibt, die wir noch nicht geöffnet haben. Und ich überlege gerade, nein, The Dick habe ich noch nie quasi kommentiert gespielt. Weil ich überlege gerade, ich denke so, diese Szene kommt mir doch bekannt vor. Habe ich die nicht schon mal gespielt? Aber nein, habe ich noch nie. Also nicht so Déjà-vu-mäßig, sondern als hätte ich das quasi schon mal kommentiert irgendwie, aber nein. The Dick habe ich jetzt nicht auf meinem Channel. Das wüsste ich aber. Weil das ist eins meiner damaligen Lieblingsspiele. Sprich, ich spiele es auch heute noch gern. Ich bin nur jetzt aktuell, weil es gerade kurz vor 2 Uhr nachts ist, ein bisschen müde. Diesen Freitag. Das heißt, da habe ich eine ganze Woche gearbeitet und dementsprechend schlafe ich hier gleich ein. Aber einmal wollten wir noch zurück zum Nexus und mal gucken. Eventuell haben die Stäbe ja, beziehungsweise sind die Türen ja so ungefähr gefärbt wie die Stäbe. Weil, was zum Reparieren habe ich jetzt nicht. Aber ich könnte die Platte versuchen einzusetzen. In diesem Bogen da. Nee, das war nicht die Tür. Das hier war die Tür, ja. Das heißt, einmal da eben kurz in die Nische. Ne? Hier, den. Plopp. So. Hat sich natürlich nichts getan, weil, ja. Warum sollte die Tür auch aufgehen? Oh. Haben wir ja ganz übersehen. Können wir auch gleich einfügen. Das müsste dann das Dreieck unten sein. Yep. Haben wir schon mal 2 von 4. Kann schon nicht mehr richtig zählen. Dann können wir hier eigentlich noch wieder hochgehen? Oh ja, können wir. Was ist das denn? Scheint wohl irgendwie unser Raum, unser Raumschiff zu sein. Ja, er sagt immer, Ja gut, die Pflanze können wir immer noch nicht mitnehmen. Sie sieht überhaupt nicht aus wie eine dieser leuchtenden Pflanzen, die ich vorhin gesehen habe. Ich lasse sie besser in Ruhe. Ja gut, dann gehen wir wieder rein ins Loch und bleiben da auch. Schauen wir mal. Hier müsste ja eigentlich noch eine Tür sein. So. Also damals, als ich das Spiel ursprünglich gespielt habe, war das so ein Trial-and-Error-Prinzip. Gucken wir mal den Orangenstab an. Da haben wir zweimal blau, zweimal rot. Und zwar einmal das Viereck, einmal der Bömmel und einmal das Hochkant-Viereck. Ah, natürlich. Der ist schon richtig, oder? Gucken wir nochmal. Nee. Der hier müsste das sein. So. Den hier müssen wir einmal komplett durchcyclen, sozusagen, durch alle Farben. Das war. Ich bin müde, ich vergesse das, das Hochkant-Viereck. Nee, der richtige Würfel war das.